Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer weiteren Folge von The Walking Dead Season 2. Und wenn ihr euch fragt, was ist das für ein hässliches Gesicht da oben rechts in der Ecke, das ist wohl meins. Und ich spiele jetzt mal mit Facecam, weil, war gerade da, ist gerade da. Ich bin alleine, meine Frau ist nicht zu Hause für das ganze Wochenende, das heißt, ich kann das ganze Wochenende durchweg aufnehmen. Und da ist auch niemand, der dann im Hintergrund hin und her läuft. Das ist auch ganz angenehm. Und wer sich von euch vielleicht fragt, warum ich das Spiel hier so spät spiele, nachdem es ja schon eine ganze Weilchen draußen ist, zum einen, weil ich mega scharf auf das neue Spiel, auf das Game of Thrones Spiel bin, das in ein paar Tagen erscheinen wird, das ich auch auf jeden Fall Let's Playen werde, und zum anderen, weil sich Raven's Cry leider verzögert, weil der man eigentlich am 1. Dezember anfangen, Folgen rauszuhauen, wird jetzt nichts. Pech gehabt, so ist es halt. Ab dem 16. Dezember ist es dann soweit, dann kommt das Spiel raus, ab dem 17. kann ich dann aufnehmen und dann am 18. 19. werden dann die ersten Folgen kommen. Hoffe ich. Also wenn sie es nicht nochmal verschieben, das hoffe ich natürlich nicht. So, und jetzt lass uns mal hier weitermachen. Wir sind hier angestrandet an diesem unwirtlichen Strand, obwohl so unwirtlich ist es eigentlich gar nicht. Es ist ein bisschen kalt und jetzt gucke ich hier mal, ob sich da das Mädchen hochziehen kann, die kleine Clementine. Nee, hätte mich auch gewundert. Ah, doch. Sie kann das. Wow. Ich hätte jetzt vielleicht doch erst in das Boot reingucken sollen, da unten. War vielleicht nicht ganz so schlau. Krista, are you there? Ich gehe erst nochmal. Kann ich nochmal runter? Kann ich nicht nochmal runter? Scheiße. Ich habe das Boot ausgespart. Wie dumm bin ich eigentlich? Wenn jemand von euch da zuschaut und weiß, was es auf dem Boot gehabt hätte an Dingen, dann schreibt mir doch einfach. Finde ich ganz spannend. Ich werde das Spiel wahrscheinlich eh nochmal durch... Ich habe mich gerade echt erschrocken von einem scheiß Raben. Da ist ein Walker. Ich habe ein bisschen Angst. Ist der denn wirklich tot? Ja, okay, der sieht recht tot aus. Die langen Zotteln aus dem Gesicht streichen hier. Ich muss demnächst mal zum Friseur, das ist wirklich kein Zustand mehr. Okay, der ist tot. Hat der irgendwas dabei? Nee. Da kann ich bloß hinlaufen. Sprinten wir. Ach, das ist Sprinten. Oh je. Was soll ich schon so ein bisschen eine sehr ungastliche, traurige, dystopische Atmosphäre erzeugt werden? Wir haben keine Gruppe, wir sind ganz auf uns allein gestellt, wir sind eigentlich bloß ein kleines Mädchen. Es sieht so aus, als würden wir nicht mehr lange durchhalten. Also, weiter geht's. Es bleibt uns nichts übrig, als weiterzulaufen und auf was Besseres zu hoffen. Sind wir im tiefen Wald, so ein bisschen Rotkäppchen-mäßig. Oh, Angst vor aufpassen, Bären, Schlangen, Füchse, Zombies. You may encounter black bears, coyotes, coyotes, wie die Amerikaner sagen. Coyote! Wie die Amerikaner sagen. Die sagen das wirklich so, das ist kein Witz. Coyote! Geht auch, nee, unten durch ist auch keine Option. Ich habe ein bisschen Angst. Mir ist ein bisschen schlecht beim Weitergehen. Da kommen bestimmt gleich Zombies. Oh, ist auch noch kalt. Oh, und wahrscheinlich endlich ist sie auch noch nass, ne? Oh, das ist schon wirklich keine schöne Zeit. Ich bin ein bisschen schreckhaft, muss man dazu sagen. Bin ich, na wohl eigentlich,
eigentlich nicht so arg, aber man merkt schon. Was ist denn da? Was ist das denn? Ein Hund? Hallo Hund. Hey, Hund. It's okay, boy. It's okay. Oh, verbellt mich. Scheiße. So, where are your owners? They around? Vielleicht sagt er was. Man weiß es nicht. I hope they're nice. Ich fass dich einfach so den Hund an, ne? Nachher beißt er Tollwut und keine Ahnung. Pff. Ebola und ähnliche Krankheiten, weiß man nie, ne? Na. Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up. Bisschen Angst, das ungute Gefühl wird verstärkt. Aber eigentlich müsste jetzt wieder was Gutes passieren, dass wir wieder irgendwie in eine Gesellschaft, in eine Gruppe reinkommen, ne? Das müsste jetzt rein logisch wieder langsam mal passieren. Hallo? Looks pretty run over. But you never know. Let's look around for some food. Ja. Na, den Hund können wir später noch anlangen. Ja, guck doch. Guck doch mal. Was findest du denn da, Kleine? Looks like it's been here for a while. Looks like they were a happy family once. Ja, so wie viele Familien. Ich doch mal den Hund anlangen. Wo ist er denn? Der Olle. Ist da was drin? Ein bisschen Gras. No food here either. Oh, da ist er. Hündchen. Hündchen. Find anything yet? Hilfe! Lass mich doch den Hund anfassen. Hey, was macht's denn jetzt? Okay. There you go. I'm not gonna hurt you. Na, ein bisschen guter. Ja. Bello. Das ist ein ziemlich kreativer Hundename, muss man sagen. Gotta check everywhere. Gotta check everywhere, du sagst es. Aber das sieht nicht so lecker aus. Well, here we go. Da ist bestimmt ein Zombie drunter oder so. Oh my god, thank you. Look, a can! Now I just need something to open it with. Eine Dose, da waren noch 1000 Dosen drin. Magere Ausbeute, also hätte ich mir mehr erhofft. Ich renne mal wieder ein bisschen. Schnell auf, so. Und was finden wir hier in diesem schönen Schuhkarton? Man weiß es nicht. Nothing edible. Wie kann man nicht brauchen? So eine schöne Puppe. Na gut. Oh. Jawohl, die werden schon raus. I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Maybe. Hey, eine Frisbee. Die will ich mal mitnehmen. Hey, wanna play? Wanna play catch? Hol das Stöckchen, die Frisbee. Okay, bring it back. Oh, was für ein netter Hund. Good boy. Das Schlimme ist, dass so ein Hund nie aufhören kann damit.
das Ganze eine Stunde machen, das Ganze aber auch 10 Stunden machen. Und der Hund bringt sie immer wieder und es stellt sie wieder so vor dich hin. Das ist wirklich, also jeder, der einen Hund hat, wird wissen, was ich meine. Ich habe zwar keinen Hund, aber ich habe das schon mit Hunden oft genug gespielt. Und es nimmt nie ein Ende. Nie. Irgendwann ist er dann beleidigt, wenn man es dann aufhören will. Das, also, ich habe noch keinen Hund erlebt, der irgendwann sagt, nö, keine Lust mehr. Das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das noch nie erlebt. Na gut. Zweimal reicht. Alter Hund. Hm, ist leer. Scheiße. Empty. Better keep looking, boy. Oh, Kacke. Ich brauche noch was zum Essen. Altes Spiel, ich brauche was zum Essen. Von einer Dose wird man nicht satt. Ich bin in Wachstumsphase. Oh, die Scavenger waren aber nicht ordentlich. Die haben die Dose liegen lassen. Was ist denn? Hey, boy. What's the matter? Oh je, oh je, oh je, oh je. Da kommt jemand. Ich will eigentlich nur hier ran. Ugh, God, no food on the grill, nothing in the cooler. Ugh, I hate scavengers. I take everything. Der durchschnittliche Scavenger ist natürlich zu. Oh, geht natürlich zuerst. Der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Der hat nichts im Kopf stecken, der lebt noch. It's okay. He's dead. Nein, er ist bestimmt nicht tot. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. Ja. Armer Lee. Hat mal Erfahrung mitgemacht. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Soll ich wirklich das Messer nehmen? Ich könnte ihn doch einfach hängen lassen. Hey, it's okay, boy. Shh. He can't hurt us. Richtig. Er kann uns ja nichts tun. Der hängt da ja schon älter. Der hängt da ja schon länger, der Gute. Ich hätte gern das Messer. Okay, ich muss irgendwie was... Aha. Stand back, okay? Jetzt ziehen wir ihm jetzt über den Kopf. Nochmal. Einmal reicht nicht. Mord mit stumpfer Waffe. Ja, das dachte ich mir doch. Und nochmal. Gib's ihm hart. Clementine, du kannst das. Du bist ein starkes Mädchen. Darf ich noch von der Seite probieren? Mal. Der muss ab, der Kopf. Ich hab's sogar nochmal probiert. See, we just have to stay out of their reach. Poor guy. Das kann man so sagen, ne? Hat er im Arm? Hat das jemand erkannt? Ich guck mir das gleich nochmal an. Still pretty sharp. Sehr gut. Okay, well. Stopp, 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 nicht weggehen. Nicht weggehen. Ich wollte. Please don't be bad. Hm, dann bin ich dich an der Hand, ne? Okay, ich muss auch an der Hand stechen wohl. Dreh's doch mal.
Dreh's doch mal rum. Okay. Thank God. Komm, gib ihm ein bisschen was. Bloß ein bisschen. Ein bisschen was. Ja. I guess you're pretty hungry too. Gib ihm doch ein bisschen. Nicht alles. Ein bisschen. Here you go. Jetzt tritt ihn. Tritt ihn. Das war zu viel. Hui! Ich habe gleich gesagt, tritt ihn. Wenn sich ein Hund so verhält, muss man schnell durchgreifen. Wir messern ihn und essen ihn danach, das wäre auch eine Idee. Oh, hat sich erledigt. Was denn da? Wo ist denn der reingefallen? Was sind das denn für Spikes? Den könnte man auch essen, der ist doch noch gut. Oh, geht so. Ich nicht. Er ist uns in den Rücken gefallen. Hätten wir, wenn wir ihn nicht gefüttert hätten, wäre er wahrscheinlich auch über uns hergefallen, ne? Das sieht echt fies aus. Vor allem denkt jetzt jeder, wir sind infiziert. Das ist doppelt scheiße. Dann nehmen die noch mit. Den kann man auch noch essen, der ist nur gut. Bisschen mager, bisschen dürr, bisschen. Ja, bisschen zäh. Aber es wäre Fleisch. Fleisch. Ne? Muss man auch mal sagen. Das fehlt uns jetzt gerade noch. Nein. Keine Zombies. Bitte keine Zombies jetzt. Oh, scheiße. Ja, run. Gute Empfehlung. Das ist doch. Das mache ich doch schon. Shift. Was kann ich denn noch tun? Nein. Rettung in letzter Sekunde, also wirklich. Und wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von The Walking Dead. Bis dann, Leute, macht's gut. Ciao.